aus dem Bayerischen Landtag hier im Maximilianeum eine wichtige, ich meine epochiale Entwicklung bei der Reaktivierung von Bahnen. Sie alle wissen, dass die Freien Wähler bereits im Koalitionsvertrag darauf gedrängt haben, dass Reaktivierung von Bahnen hiermit aufgenommen wird. Nun ist es uns erstmal gelungen, in einen Haushaltsansatz 22 eine Haushaltsstelle zu platzieren, verhältnismäßig gut ausgestattet, damit wir nun die Möglichkeit haben, die 52 zur Reaktivierung anstehenden Projekte auch zu begleiten, natürlich nach und nach, je nach Priorität. Auch die Umsetzung von touristischen Bahnen werden wir versuchen zu unterstützen. Und auch da bin ich guter Hoffnung, dass wir uns hier auf einen guten Weg gemacht haben. Zum Erfolg mit beigetragen hat ein eigenes Strategiepapier, mit dem wir die Verantwortlichen der beiden Regierungsfraktionen hier überzeugt haben. Und ich glaube, es ist zutreffend und wichtig, dass man speziell in Zeiten der Mobilitätswende auf die Reaktivierung von Bahnen setzt. Wir sind ein stetiger, vertrauenswürdiger Partner dazu und freuen uns nun, dass wir das erreicht haben und werden auch unseren Beitrag dazu leisten, dass wir nach und nach auch in eine vernünftige Umsetzung dieser sämtlichen Maßnahmen kommen werden. Herzlichen Dank.